Brennt sich das letzte Bild eines Sterbenden in die Netzhaut ein? Was sieht ein Mensch kurz bevor er stirbt? Diese Frage ist nicht nur philosophisch, denn tatsächlich ist es möglich, genau das herauszufinden. Allerdings nur unter Laborbedingungen. Ein Heidelberger Augenarzt hat das 1975 mit einem Tierversuch belegt. Auf der Netzhaut eines Kaninchens konnte er jenes Bild einfangen, das es zuletzt vor Augen hatte. Könnten Ermittler mit diesen sogenannten Optogrammen also Verbrecher überführen? Sagen wir es so, dafür müsste schon ziemlich viel zusammenfallen. Ein Opfer, das das Gesicht eines Täters in einem gleißend hellen Raum minutenlang fixiert, und ein Mörder, der sein Opfer augenblicklich köpft, um jegliche Blutzufuhr zu stoppen. Ach ja, und das Licht müsste er zeitgleich auch noch ausknipsen. Mit anderen Worten, es ist quasi unmöglich.